Landeskulturfonds ist ja nicht nur Finanzierungsinstrument für die Tiroler Landwirtschaft, sondern er ist also zum Innovationstreiber. Wir haben hier einige Projekte schon angeschoben und hier auf dem Busthof versuchen wir wirklich auch eine Innovation herzuzeigen, nämlich das Qualitätsfleischprogramm, das wir in Tirol vorhaben, nämlich Weidekalben und Weiderinder zu produzieren. Zum einen, weil wir hier natürliche Möglichkeiten haben, weil wir mit der Almwirtschaft beste Voraussetzungen haben, ein Qualitätsfleischprogramm in Tirol auch umzusetzen. Ja, wir haben da vor, also zweijährige Ochsen und Kalbinnen in höchster Qualität zu vermarkten. Die Rinder müssen mindestens einen Sommer auf der Alm verbringen, das ist ein wesentlicher Faktor und tragen somit auch wesentlich zur Erhaltung unserer Kulturlandschaft bei. Also grundsätzlich gehen wir jetzt schon mehrere Jahre von eher einem gleichbleibenden Investitionsniveau aus. Wir haben im Jahr 2017 wieder 80 bis 90 Investitionen unterstützen können, wodurch eine Investitionssumme von über 23 Millionen Euro ausgelöst worden ist und Darlehen in Höhe von über 10 Millionen vergeben worden sind. Einerseits hat es bei uns so ein Projekt schon gegeben, über die Firma A la carte in Hormingren. Da haben wir jetzt schon so drei Edge-Kolben produziert gehabt. Und das ist jetzt natürlich jetzt super dazugewachsen mit der Tiroler Feed-Marketing, das nächste Projekt, das wo sich natürlich auch super reinpasst. Ich glaube, der Konsument kann beruhigt in Tirol auch Fleisch essen, weil das weder der Umwelt schadet noch lange Transportwege hat.